Wie alle Monde möchten Herr Pacella ein Experiment. Wie ein, das sieht er heute Mitte weise ich den Versuch zwischen dem Zucker und der konzentrierten Schwefelsäure. Dafür schütten wir ein bisschen Zucker an ein Becherglas. Ich gehe ein Thermometersond dabei, für die Temperatur während der Reaktion zu verfolgen. Und da schütten wir ein bisschen konzentrierte Schwefelsäure auf den Zucker. Voilà, muss man dann ein bisschen warten. Ich sehe, wie den Zucker die Farbe changiert und immer mit dichter geht. Konzentriert Schwefelsäure entzieht dem Zucker den Wasserstoff und den Sauerstoff in Form von Wasser. Es bleibt danach just Carbon übrig. Das heißt, der Zucker wird also durch konzentriert Schwefelsäure karbonisiert. Dasselbe geschieht mit anderen organischen Substanzen, wie zum Beispiel mit Holz, mit Papaya oder mit der Haut.